Andreas Bleisch, Sie sind Partner bei Wüest & Partner. Wir befinden uns derzeit in einem lang anhaltenden Tiefzinsniveau. Die Immobilien sind sehr attraktiv für Anleger. Das birgt natürlich auch Gefahren von einer Immobilienblase. Jetzt ist die Frage, gibt es neu gefährdete Gebiete? Also es gibt auch die üblichen Verdächtigen wie Zürichsee, Genfersee-Region. Ja, man muss sicher unterscheiden, in welchem Segment diskutieren wir. Geht es um Anlageobjekte oder geht es um Wohneigentum? Und im Bereich des Wohneigentums, dort haben wir ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass sich einzelne Regionen extrem dynamisch entwickelt haben, wo der Peak sicher überschritten ist, wo wir in der Zwischenzeit auch negative Preisänderungen haben. Allen voran nach wie vor das Gebiet um den Genfersee, aber auch in der grossen Region Zürich, wo man doch teilweise jetzt Preiskorrekturen sieht, teilweise auch in der Innerschweiz. Jetzt ist ja das Jahr ziemlich turbulent gestartet, wenn die Einführung von der Negativzinsen der Nationalbank und die Aufhebung vom Mindestkurs, wo eigentlich starke Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte, hat es auch schon Effekte auf den Immobilienmarkt? Ja, es ist für die Immobilienspezialisten immer schwierig, direkt eine Aussage können zu machen, weil der Transaktionsmarkt braucht üblicherweise ein paar Monate, bis man dann neue Transaktionen hat, zum Auswerten, dass man etwas sagen kann. Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen dem Bereich Wohneigentum und zwischen dem Bereich Anlageimmobilien. Beim Wohneigentum dort ist es so, dass ja die Hypozinsen nicht weiter fallen und vor diesem Hintergrund kaum Preiseffekt gegen oben zu beobachten sind. Im Gegenteil, die konjunkturelle Eintrübung, die erwartet wird jetzt mit dem Frankenschock, die führt eher dazu, dass die Preise zurückgehen. Und auf der anderen Seite eine völlig andere Welt im Bereich der Anlageimmobilien, also Geld investieren, um über Mieterträge eine Rendite zu generieren. Dort sehen wir recht eine dynamische Entwicklung. Ein Indikator sind beispielsweise die indirekten Anlagen, wenn Sie den Börsenkurs verfolgt haben von der Immobiliengesellschaft oder Immobilienfonds. Dort haben wir eine rechte Dynamik drin gegen oben. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch in den ersten Transaktionen, die wir beobachten können bei den Direktanlagen, insbesondere Mehrfamilienhäuser, bestehende Mehrfamilienhäuser mit absoluten Top-Preisen. Da wird es nochmal rassig nach oben gehen in diesem Jahr. Jetzt hat die Nationalbank schon 2013 interveniert, speziell für den Immobilienmarkt mit dem antizyklischen Kapitalbuffer. Hat der Buffer seine Wirkung erzielt? Ja, ich denke, die Regulierungsmassnahmen vom Staat, die zielen hauptsächlich ab auf das Segment Wohneigentum. Und dort gehen wir davon aus, doch, dass die Abflachung von der Preisdynamik, die wir gesehen haben, jetzt auch in den letzten 12 Monaten, dass die einen gewissen Zusammenhang hat. Also ich denke, da läuft die Story recht gut. Wo es kaum einen Effekt hat, ist wieder bei den Anlageliegenschaften, weil in der Schweiz ist das vor allem der Vorsorgebereich, der da dazu führt, dass die Preise steigen. Das sind Equity-Investoren, die haben gar kein Fremdkapital, folglich spielt das dort keine grosse Rolle. Die schauen mehr auf die Anlagealternativen, auf den Bondmarkt, und dort verdient man nichts mehr bekanntlicherweise. Folglich sind die Immobilien als Anlageobjekt weiterhin sehr beliebt. Jetzt hat die Nationalbank bekannt gegeben, dass sie je nachdem weiter intervenieren würde. Rechnen Sie damit, dass da noch andere Massnahmen kommen werden, speziell für den Immobilienmarkt? Also das Arsenal ist wahrscheinlich schon einigermaßen gebraucht. Ich denke, weil sich die Situation im Wohneigentumsbereich ja bereits beruhigt hat, wird das nicht notwendig sein und wird da auch eine grosse Hektik aufkommen. In Diskussion haben wir heute eher im Anlagebereich. Dort ist es schwierig, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Ich glaube, da wird sich der Regulator auch eher daraus halten, um da nicht Regulierungen dann zu bringen, die vielleicht das Gegenteil bewirken oder wo sehr einen schnellen Rückgang der Preise würde bewirken. Ich erinnere hier auch an die Regulierung, die wir haben, anfangs der 90er Jahre, wo die Regulierungsmaßnahmen dazu geführt haben, dass ein Markt, der sich hier schon beruhigt hat, dann völlig gekippt ist. Herr Bleisch, vielen Dank für das Gespräch.